Hallo meine Lieben und willkommen zum zweiten Halloween-Tutorial dieses Jahr. Das Thema diesmal ist Cutting Butterflies. Und wenn euch der Look gefällt, dann gebt gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert das Glöckchen und folgt mir auf Instagram und auf TikTok. So, legen wir los. Als allererstes habe ich meine Haare nach hinten gekämmt und an meinen Kopf so gut wie es ging angegelt, damit wir so einen nassen Sleek-Look bekommen. Und damit wirklich alles schön eng am Kopf anliegt, habe ich hinten nochmal eine Spange reingemacht. Dann habe ich mir mit einem hellen Kajalstift schon mal die Stellen vorgezeichnet, wo am Ende die Prosthetics draufkommen, die Schmetterlings-Prosthetics. Und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Zuerst habe ich mir einen Schmetterling auf Pappe vorgezeichnet und den ausgeschnitten. Und damit habe ich alle anderen vorgezeichnet und ein paar kleine habe ich auch noch vorgezeichnet. Habe ich mir im Internet eine Vorlage rausgesucht und habe die Muster dementsprechend aufgemalt und ein bisschen bunt gestaltet. Dann habe ich alles ausgeschnitten und auf die Pappvorlagen geklebt. Das nächste hat mein Handy leider irgendwie nicht aufgenommen. Da habe ich aus Flüssiglatex und Mehl-Latex-Paste gemacht, habe die auf meinen Facecast als dicke Knubbel draufgegeben, so in der Art wie Narben. Und habe mit Latex an meinem Finger das alles nochmal ein bisschen glatt gestrichen und nach außen hin verblendet. Dann habe ich da die Schmetterlinge reingesteckt, 4 große und 6 kleine an der Zahl und habe das mit Gegenständen ringsrum nochmal stabilisiert. Dann habe ich mir aus einzelnen Lagen Kosmetiktuch ein paar Röllchen zusammengerollt, die in Flüssiglatex getunkt und hinter die Schmetterlinge geklebt, um das Ganze nochmal ein bisschen Stabilität zu geben. Dann habe ich das über Nacht trocknen lassen, dass wirklich alles schön stabil ist. Und dann habe ich alles ganz vorsichtig außen und unten drunter mit Puder abgepudert, damit das Latex nicht an sich selbst kleben bleibt. Da habe ich erstmal oben drauf alles abgepudert und dann, wenn man das ganz, ganz vorsichtig vom Facecast abzieht, habe ich unten drunter, immer wenn ich was abgezogen habe, direkt Puder draufgegeben, damit nichts irgendwie kleben bleibt und versaut wird. Dann habe ich erstmal Primer auf mein Gesicht gegeben und zwar nur auf die Stellen, wo am Ende kein Latex draufkommt. Und dann eine Foundation mit mittelstarker Deckkraft. Die habe ich erst mit einem Pinsel eingearbeitet und dann mit einem Schwamm nochmal verblendet. Dann habe ich mir ganz normal Concealer unter die Augen gegeben und auf die T-Zone. Und alles abgepudert. Und dann wollte ich mir blonde Augenbrauen machen und habe dafür einen hautfarbenen Color Correcting Concealer auf meine Augenbrauen gegeben. Dann habe ich das mit einem Q-Tip nochmal korrigiert. Und da meine Augenbrauen ja eigentlich zur Hälfte abrasiert sind, weil ich die immer so lifte, habe ich die äußeren Enden meiner Augenbrauen nochmal mit einem blonden Augenbrauenpuder nachgezogen. Dann habe ich die mit meinem Eye Primer von Anastasia Beverly Hills umrandet, zumindest unten rum. Und dann geht es erstmal an den Lidschatten. Da habe ich mir zuerst einen hellgrünen Lidschatten als Transition Color genommen. Und dann wieder mit meinem Eye Primer habe ich mir eine komplette Cut Crease gezogen. Die hat diesmal nicht so eine Cat Eye Form, sondern schon eher wie so ein Schmetterlingsflügel so ein bisschen. Dann kam als nächstes in den Innenwinkel ein heller Blauton. Dann ein dunklerer Blauton. Und
Dann ein kühles Lila. Und in den Außenwinkel habe ich einen Fliederton gegeben. Und an den unteren Wimpernkranz habe ich außen noch einen Orangeton gegeben und innen einen Gelbton. Da der Fliederton sich nach außen hin nicht so wirklich abgegrenzt hat, weil es ein sehr zarter Ton ist, habe ich nochmal einen pinken Eyeliner genommen und habe den äußeren Winkel der Cut Crease nochmal umrandet. Dann wurden die Wimpern noch ein bisschen getuscht. Und mit einem schwarzen Eyeliner habe ich meinen oberen Wimpernkranz noch verdichtet, dass das Wimpernaufkleben dann einfacher fällt. Dann habe ich mir die Taco Lashes genommen von Queen Naomi John und Melody Lashes. Dann habe ich zuerst meine Lippen umrandet mit einem nudefarbenen Lip Liner. Mit einem Lippenstift in ähnlichen Tonen habe ich meine Lippen außen aufgefüllt. Und da ich wollte, dass meine Lippen so einen soften Touch bekommen, habe ich einen pinken Rosenholzton noch in die Mitte meiner Lippen gegeben und das ein bisschen verblendet. Dann habe ich noch ein bisschen gehighlightet. Und meine Nase und die Sichtbahnstellen, meine Gesichtskontur konturiert. Und dann habe ich die restlichen kleinen Highlights auf Nase, Lippen, Herz und unter den Augenbrauen noch angebracht. Mit wasseraktivierten Farben und sehr viel Wasser habe ich mir bunte Tränen auf mein Gesicht gegeben. Ja, ich habe quasi einfach die Punkte unter meine Augen gegeben und dann wirklich einfach Wasser, ganz viel Wasser drauf gegeben, dass das von selbst runterläuft, dass es so natürlich wie möglich aussieht. Dann habe ich mir Mastix Hautkleber auf die vorher markierten Stellen gegeben, um die Prosthetics anzukleben. Ja, das hat sehr weh getan, die dann am Ende wieder abzureißen. Aber ich sag mal lieber so, als dass es überhaupt nicht hält und ich die totale Krise kriege, weil das Make-up einfach nicht gut aussieht danach. Dann habe ich mir ein bisschen Flüssiglatex auf meinen Finger gegeben und die Übergänge zwischen meiner Haut und den Prosthetics nochmal verblendet, dass es einfach weicher aussieht. Und während mein Kameraakku geladen hat, habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe einmal das Latex trocknen lassen, habe mir ein paar Strasssteine mit draufgeklebt. Ich habe die Prosthetics nochmal mit Concealer eingeschmiert, dass das einfach noch mehr meinem richtigen Hautton ähnelt und mehr wie Haut aussieht. Dann habe ich Wundschorf auf die Einschnittstellen von den Schmetterlingen gegeben und dann nochmal Kunstblut drüber, dass es halt wirklich schön blutig aussieht. Dann haben nur noch die Kontaktlinsen gefehlt und fertig ist der Look.
Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Sehr gerne auch was Liebes in die Kommentare schreiben. Das hilft mir auf jeden Fall sehr. Abonnieren, Glocke aktivieren, folgt mir auf Instagram und auf TikTok. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.